Geschätzte Ortsbürgerinnen, geschätzte Ortsbürger, im Namen vom Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Buchs begrüße ich Sie ganz herzlich zur Bürgerversammlung 2019. Schön, dass wieder so viele Leute den Weg hierher gefunden haben. Ich denke, das ist eine Bezeugung, dass Sie sich für die Belange der Ortsgemeinde interessieren. Ich habe gerade die Meldung bekommen, wir haben 283 anwesende Stimmbürger, also Stimmberechtigte. Was uns sehr beschäftigt hat, die Arealentwicklung Flöss, dann die Präzisionsindustrie Fägeren, der Neubau von diesen zwei Mehrfamilienhäusern, Sanierung Pistenfahrzeuggarage und das Projekt Werkhofer-Riedli. Wenn wir gerade mit der Arealentwicklung Flöss anfangen, hier auf dem Bild sieht man die drei Blöcke hier, der und der Kindergarten, das ist der hier. Die Blöcke sind aus den 60er Jahren und der Kindergarten ist so ein Providurium. Die totale Fläche von dem ist 5'500 Quadratmeter. Es ist uns dann gelungen, im letzten Jahr die Parzelle Volksgartenstrasse 50, das ist die hier. Die hat 773 Quadratmeter und dann hier Flössweg 1, das ist die hier. Die hat 880 Quadratmeter. Wir haben dann die können kaufen und man sieht jetzt eigentlich auf dem Bild recht gut, der Entwicklungsradius hat sich dann um die und die Fläche erweitert und neu kann man hier von 7'158 Quadratmeter reden, wo man dann entwickeln kann. Es hat noch einen weiteren Vorteil gehabt. Wir haben die zwei Parzellen waren im Baurecht. Wir haben die Baurechtsverträge ablösen. Die waren aus den 68er Jahren. Und da war ein Bodenpreis dahin von 20 Franken je Quadratmeter, den man verzinst hat. Oder? Und dort mal bei diesen älteren Verträgen hat es noch keine Anpassungsmöglichkeiten gegeben. Wir haben uns jetzt aber gesagt, weitere Planungsschritte machen wir erst, wenn die Bauprojekte, wo wir jetzt dran sind, wenn die fertig sind, also Churerstrasse 41 und der Werkhofer-Riedli, weil wir wollen uns noch nicht zu fest verzetteln. Dann hier Arealentwicklung Fäger, auch hier ist ein bisschen gegangen im 18. Wir hatten am 14. Zwischen dem Amt für Wirtschaft und der Stadt Buchs, der Implenien und der Ortsgemeinde also eine Zusammenarbeitsvereinbarung gemacht. Und das Ziel war, dass man das Gebiet Fäger miteinander entwickelt, Rahmenbedingungen festlegt, um hier Ansiedlungen zu schaffen. Und Planungskosten hat man dann zu einem genau definierten Schlüssel übernommen. Wir haben dann irgendwann festgestellt, die Zusammenarbeit mit der Implenia, die ja, hat es jetzt nicht so gebraucht. Und darum hat man darauf hingeschafft, dass man die auflösen kann. Das ist letztes Jahr passiert. Es war ohne Kosten voll. Also Implenia hat sämtliche Beiträge, die sie in das Projekt bis 2018 eingeschossen hat, abgeschrieben, also ohne Kostenfolge für uns. Jetzt ist einfach noch das Amt für Wirtschaft, die Stadt Buchs und die Ortsgemeinde in dem Dreiergremium hinten. Es laufen eigentlich vielversprechende Gespräche mit einem Interessenten. Es gibt da auch schon das Projekt, das ist das hier. Da gäbe es in der ersten Phase schon 200 Arbeitsplätze und wir haben das Gefühl, die Parzelle wird sehr gut genutzt. Wir geben dem schenken wir auch höchste Beachtung. Dann Felbenweg, das Mehrfamilienhaus. Da sind wir auch immer noch ein bisschen dran, hat uns sehr stark beschäftigt. Wir haben hier eine Baukommission. Der Präsident ist der Werner Schwendener. Der Hans Rotenberger ist Vertreter von uns als Bauchef in dieser Kommission. Dann ist der Architekt, das Sven Merck. Der Bauführer, der Raffaele Prestaciacomo. Und der Hans-Peter Fetsch hat allbigs das Protokoll geführt. Die Leute haben hervorragende Arbeit geleistet und die Wohnungen konnten Ende Januar bezogen werden. Ich denke, ich zeige jetzt euch hier ein paar Fotos.
Hier sieht man das Wohnzimmer, vorne aus in der Balkon. Rechts hat es noch so eine Lodge. Dort rechts hinten geht es ins Kinderzimmer, links in das Elternschlafzimmer. Hier sind Nasszellen, also auf einer Seite begehbare Dusche und auf der anderen so eine tiefergelegte Badwanne. Es hat ein Gäste-WC, auch mit begehbarer Dusche, Waschmaschine, Tumbler. Und dann hier die Küche mit Steamer, separatem Backofen, Glaskeramik, ich komme richtig ins Schwärmen. Und ein wunderbarer, schöner Balkon, 35 Quadratmeter hat der. Alle Wohnungen, also es hat ja 6 Wohnungen dort, das sind alle vermietet. Kostenvoranschlag, Bausumme hat man jetzt schon mit 3,5 Millionen gerechnet. Und wir wollen das voraussichtlich mit jetzt schon 3 Millionen abschliessen. Dann Kurenstrasse 41, das alte Försterhaus, da haben wir gesehen, da haben sie angefangen zu bauen. So hat es ursprünglich ausgesehen. Dann ist der Grabus gekommen, hat die Bäume gefällt Anfang Januar. Und so hat es nachher ausgesehen. Also man sieht eigentlich, wie gross also die Parzelle ist, die ist riesig. Vom Spatenstich haben wir in der Zeitung können lesen, von den 11 Wohnungen, die es dort gibt. Sind natürlich schon alle wieder weg, mit Vorvertrag, reserviert, fix, Bezug, rechnen wir etwa im Dezember 2020. Und auch hier haben wir wieder die bewährte Baukommission. Wir haben hier eine Pistenfahrzeuggarage sanieren. Ein Budget haben wir von 62'000 Franken. Abgeschlossen haben wir mit 47'861.65 Franken. Wir haben ein neues Dach gemacht, ein isoliertes Dach, einen neuen Schirm. Die ganzen elektrischen Installationen hat man neu gemacht. Jetzt sind eigentlich alle Bauten am Buchsenberg oben auf einem Top-Standard. Wir haben das Gefühl gehabt, die Pistenfahrzeuggarage ist noch ein bisschen da, weil da kommt man mit dem Auto rein und das ist das erste, was man sieht. Jetzt ist die eigentlich, die kommt jetzt so gut daher. Letzte Woche haben wir in der Zeitung lesen, die Ortsgemeinde baut und baut und baut. Jetzt bauen wir auch einen neuen Werkhof. Das Projekt ist eigentlich eher unverhofft auf uns zugekommen. Das haben nicht wir angestoßen. CW Buchs ist auf der Suche nach einem Ersatz für einen Standort in der Mühle Altendorf auf uns zugekommen, ob man nicht könnte. Wer kann Friedli etwas machen? Wir haben dann gesagt, ja, wenn wir etwas machen, dann ist es aber so, dass es wir bauen und wir dann auch Vermieter sind. Und wir haben dann einmal geschaut, dass man Grabus so ins Boot holen kann. Grabus ist ja jetzt an 3 Standorten, auf 3 Werkhöfen, in Sevelen, Buchs und Grabs. Verteilt, die Mannschaft ist in Buchs und Grabs. Und das wird jetzt alles zusammengezogen. Die Förster werden ihre Büro in Buchs haben. Und der Werkhof in Sevelen, das haben wir auch lesen, da wird noch eine Holzbündelhalle gebraucht. So wird es dann einmal aussehen. Es ist, gibt einen Holzbau. Es gibt auch wieder eine Holzschnitzelheizung geplant. Der Baukörper besteht aus einem unbeheizten Hallenteil für eben Lager, Fahrzeug, Werkstatt und einem beheizten Kopfteil. Das war dann das hier. Das ist der Kopfteil und das hier ist der Hallenteil. Der beheizte Kopfteil ist für Garderobe, Aufenthaltsraum, Seminarraum und eben die Försterbüro. Die Hallenteil, die bestand aus je 6 gleich grossen Elementen, mit, also je 6 mal 11 Meter. Wir gehen von Anlagekosten von ein bisschen über 4 Millionen Franken aus. Mit dem EW und Grabus haben wir 10-jährige Mietverträge abgeschlossen. Dann Berghaus haben wir ja eben einen Pächterwechsel gehabt. Das Ehepaar Elsbeth und Johann Lattner haben nach etwas mehr als 5 Jahren auf Herbst vom letzten Jahr
gekündigt und wir haben mit dem Stefan Bagnoncini und dem Nicole Hoffart haben wir neue Pächter gefunden, die wieder ein bisschen frischen Wind ins Berghaus einbringen. Ich denke, über die erste Wintersaison können sie sich nicht beklagen.